Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem allerersten Video hier auf YouTube. Ich bin der René. Ich bin der Tobi. Und wir haben euch vor ein paar Wochen gefragt, was ihr so für Fragen an uns habt. Und die beantworten wir jetzt einfach, hätte ich gesagt. Ja, legen wir mal los. Und los. Bevor wir loslegen, noch eine ganz kleine Info für euch. Wir haben noch nicht so ein gutes Mikrofon, also wir nehmen den Funk gerade noch mit der Kamera auf, aber das wird alles besser mit der Zeit. Und was noch ist, wir haben hinter der Kamera noch Dennis. Dennis, sag mal hallo. Servus. Und der liest uns ein bisschen die Fragen vor, damit wir es hier ein bisschen einfacher haben. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Ja, die erste Frage kommt von Sarahs.schnecken. Wie seid ihr zu diesem Hobby gekommen? Ja, da würde ich als erstes mal sagen, dass du anfängst. Fange ich mal an, ja. Also angefangen hat das alles vor 15 Jahren gut. Damals hatte ich ein paar Reptilien, einen Vogel, den habe ich heute noch auch. So hat es halt angefangen. Und dann war ich jeden Tag in einem Zoogeschäft hier in der Nähe. Und irgendwann kam der Besitzer her und sagte, Tobi, guck mal, ich habe hier was Neues. Und dann hat er tatsächlich 2000 Füße dort sitzen gehabt. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie was von Tausendfüßlern gehört, aber wie ich halt so bin, war ich direkt neugierig. Eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag saßen die zwei bei mir daheim. Das war damals Cetodeinopus auti, mein erster Tausendfüßler damit. Ja, dann über die Schule bin ich noch zu ein paar Stabheuschrecken gekommen. Die hatten ein bisschen Nachwuchs zu viel, habe ich gerne genommen. Und dann hat es alles angefangen und dann kamen immer mehr wirbellose Arten dazu, mehr Tausendfüßler, mehr Phasmiden. Ja, und jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sitzen wir da, oder? Ja. Ja, und bei mir war es eigentlich so, dass ich den Tobi vor 3 Jahren, glaube ich, kennengelernt habe. Über meine Freundin damals. Und er hat damals eine Hirudula membranacea frei auf einer Zimmerpflanze gehalten. Und ich war davon so geflasht, sage ich mal, dass ich ein paar Monate später, ein paar Wochen später auch mir eine gekauft habe, die dann im Terrarium gehalten habe. Aber ja, das sind immer mehr Gottesanbeterinnen zugekommen und ja, so war das. Gut, zweite Frage. Ja, die zweite Frage kommt von Flo-CMB. Welche Tiere haltet ihr alle? Ui, ich glaube, da würde ich mal anfangen, weil Tobi hat um einiges mehr. Also ich habe aktuell zu Hause viele Gottesanbeterinnen, wie zum Beispiel Idolomantis diabolica, Hymenopus coronatus, Hirudula membranacea, Deroplatis truncata. Ja, das wird mir jetzt auf Anhieb einfallen. Dann habe ich noch ein paar Tausendfüßer daheim, die Archispirus striptus gigas. Und ansonsten noch einen zungarischen Zwerghamster. Naja, bei mir ist die Liste schon etwas länger. Fangen wir mal bei den Reptilien am besten an. Also, momentan habe ich einen Panther-Chamäleon zu Hause sitzen, ein paar Hausgeckos, einen Marmorgecko. Bis vor kurzem hatten wir noch Wasserschildkröten. Dann haben wir Fische, wir haben Krabben, Zwergmäuse, wir haben Tausendfüßler natürlich, verschiedene Arten Phasmiden, Käfer, Asseln und 2 Katzen. Asseln habe ich von mir vergessen. Ja, das war es dann so, ne? Das war's. Nächste Frage. Ja, die nächste Frage kommt von Sittich und Wirbellose. Was macht ihr für Berufe? Also, ich bin hauptberuflich technischer Produktdesigner in einer großen Achsfabrik für LKWs. Ich habe hauptsächlich mit 3D-Programmen zu tun. Das hilft uns hier auch ganz schön weiter. Wir haben schon so manches Terrarium mit 3D geplant und konnten es dann auch umsetzen dementsprechend. Ganz neu zum Beispiel die Phasminenanlage. Unsere Phasminenanlage zum Beispiel, ja. Ja, und ich bin eher im 2D-Bereich tätig. Also ich mache auch Konstruktionen, aber eher mit Karton und Kartonagen. Wir machen Verpackungen für Produkte und ja, Displays. Nächste Frage. Die nächste Frage von Laura Hofmann ist zweigeteilt. Wie fängt man eine rentable Hobbyzucht überhaupt an? Habt ihr euch die Tiere nach und nach zugelegt? Ja, also die Tiere an sich hatten wir ja schon. Wir haben ja das Ganze als Hobby betrieben. Und es wurden halt immer mehr Tiere. Und irgendwann kam es dann zu Nachwuchs und wir wussten nicht wohin mit dem. Da haben wir gedacht, bauen wir uns mal einen kleinen Shop. Also, gesagt, getan, haben uns hingesetzt, kleine Homepage dazu gemacht, bisschen Informationen gesammelt. So ist das nach und nach gewachsen. Irgendwann war es dann so viel, dass das kleine Zimmer zu Hause nicht mehr gereicht hat. Und dann haben wir uns ein bisschen vergrößert, jetzt sind wir hier. Ja. Ja. Jetzt haben wir unseren kleinen Zuchtraum. Der zweite Teil. Welches war die erste Art, die ihr hattet?
Ja, also die Frage hat sich ja eigentlich schon erübrigt. Bei mir war es, wie gesagt, der Teledyne Opus Auti. Ja, und bei mir die Rodula Membrana Cea. Gestartet mit dem Ganzen, könnten wir vielleicht noch erzählen. Ja. Hatte mir zu dem Zeitpunkt, also ich hatte noch Creobota Gematus, glaube ich. Und Pseudocreobota Valbergi hatte ich noch im Bestand. Ja, bei mir war natürlich auch nicht nur eine tausendfüßige Art. Wie wir mit dem Ganzen hier begonnen haben, waren es schon gut 20 Arten mit dabei. Archaeospirostreptus gigas, Aphistogonius hova, Spirostreptus speck 1, wie sie alle heißen. So. Gut, nächste Frage. Die kommt von The Dark Side Collection. Was plant ihr noch in euren Bestand aufzunehmen? Ja, so wie es aussieht, geht es jetzt erstmal weiter, indem wir ein bisschen aufstocken mit den Arten, die wir jetzt haben. Also das heißt, es kommen wieder mehr Tausendfüßler, es kommen neue Gottesanbeterinnen, Phasmiden werden wir stark erhöhen, Vogelspinnen ein bisschen mit reinnehmen, aber auch neue Arten wie Asseln wollen wir mit dazu nehmen. Genau. Käfer sind geplant, aktuell probieren wir ein bisschen mit Schmetterlingen rum, da wissen wir aber noch nicht genau, wie das funktioniert, da müssen wir uns selber erst noch ein bisschen reinfuchsen. Also viel, viel in Zukunft für euch geplant. Es ist sehr viel geplant. Nächste Frage. Die nächste ist wieder ein Stückchen länger, von Fabian Rösmann. Mich würde interessieren, wie ihr das alles organisiert. Habt ihr Beregnungsanlagen installiert? Wie reguliert ihr die Temperatur? Habt ihr Heizmatten an der Rückwand und zur Beleuchtung normale Leuchtstoffröhren? Oder ist der Raum sowieso warm genug und ihr habt keine spezielle Beleuchtung? Also ich sag mal, im Winter haben wir damit gar kein Problem, weil wir haben hier unseren kleinen 20 Quadratmeter Raum. Der ist auf Stufe 3, der Heizung ist der immer gut auf 25 Grad, ab und zu mal lüften und dann geht es ganz gut. Ja, beim Sprühen sieht das Ganze so aus, wir haben keine spezielle Regenanlage aktuell. Wir sind dabei, das alles zu automatisieren, aber momentan ist es wirklich noch so, dass wir alles mit der Hand sprühen. Ich meine, wir sind 4 Leute, außer uns ist noch die Steffi dabei und der Marvin. Die werdet ihr vielleicht noch in einem anderen Video dann kennenlernen. Und somit ist immer jemand hier, der mal sprüht. Wir haben einen Zettel hier hängen, wo drauf steht, was wann gemacht werden muss. Und damit funktioniert das auch im Normalfall. Genau. Und Beleuchtung haben wir bei den Tausendfüßern ja keine, weil es sind ja nachtaktive Tiere. Und bei den Gottesanbietern haben wir so kleine Leuchtstoffröhren oben drüber hängen. Die geben auch noch ein bisschen Wärme ab bei den Arten, die es ein bisschen wärmer brauchen. Und ja, so klappt das eigentlich ganz gut. Ne? Was vielleicht noch ganz interessant ist, aktuell haben wir dadurch, dass es eine Dachgeschosswohnung ist, ein bisschen Probleme mit der Hitze gehabt. Dem haben wir so entgegengewirkt. Wir haben uns kleine, ja, ungefähr so große Klimageräte geholt und einfach die Becken, die es etwas kühler brauchen, dann punktuell gekühlt. Genau. Ventilator noch mit dem feuchten Handtuch und so halten wir die Hitze eigentlich auch ganz gut ab. So kommen wir ganz gut hin, ja. Und ein Tipp für alle Dachgeschossbewohner von euch, einfach an eine Styroporplatte, Alufolie und das gegen das Fenster kleben. Das hilft auf jeden Fall. Das ist super. Nächste Frage. So, die nächste Frage ist auch gleichzeitig die letzte, ist jetzt zweigeteilt wieder. Wisst ihr vielleicht, ob es von den Extatosoma tiaratum auch männliche Exemplare in der Flechtenform gibt? Also bekannt ist uns jetzt nichts. Wir haben auch selber noch keine gesehen. Nee. Die Lichen, die man im Internet so findet, das sind alles Weibchen. Aber ob das jetzt Männlein davon gibt, das können wir nicht sagen. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Wir haben sowieso vor, in Zukunft mal die Lichenform zu züchten, aber wie gesagt, da kommt dann nochmal ein Video dazu. Genau, so könnten wir ein extra Video davon machen. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Jo. So, die letzte Frage. Und was passiert, wenn ein Phyllium-Ei in der Erde liegt? Schlüpft das Baby dann unter der Erde und kommt raus oder stirbt es dann? Natürlich meine ich meine festgestampfte Erde. Festgestampfte Erde, es könnte kritisch werden. Es könnte so ein Problem werden. Ja. Also es kommt natürlich mal vor, dass so ein Ei auch mal ein bisschen mit Erde bedeckt wird. Das ist unumgänglich. Aber im Normalfall kommt das Baby da auch dann raus. Nur wie das jetzt mit festgestampfter Erde aussieht, wahrscheinlich nicht so gut. Ja. So, das war's für unser Video. Wir haben keine Fragen mehr von euch. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Okay. Und ja, wir werden demnächst noch ein paar Videos für euch bearbeiten.
Handlungsberichte sind geplant, Vlogs sind geplant, wenn wir auf Börsen fahren und was uns halt noch so in den Sinn kommt. Ich denke, da haben wir noch ein paar Ideen. Ne? Auch wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was ihr gerne mal sehen würdet, natürlich gibt es demnächst auch mal eine Roomtour hier. Schreibt es in die Kommentare und wir drehen es für euch. Genau. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Tschüss.